Ich mach so blau und darüber mache ich noch so ein bisschen Glitzer. Ich glaube, ich nehme das Blau hier und das Glitzer. Aber dann verschmierst du das Blau. Ich würde sowas immer alles erst auf der Hand probieren. Pinsel mal erstmal die Farbe auf und dann schmier mal darüber. Und ich wette mit dir, dann hast du nachher Schokopudding auf der Hand. So. Einen wunderschönen guten Morgen gewünscht hat raus, meine Lieben. Was soll ich machen? Ja, aber wie soll ich denn den rausmachen, wenn du einfach so... Einfach so ein bisschen nach hinten schieben und so ein bisschen dran ziehen. Hi. Bewaffnet mit Post. Mara, sag mal, haben wir nicht noch irgendwo diese Klappkörbe? Es kann doch nicht sein, dass ich nur einen Klappkorb habe. Ja, bei der Beduga. Ja, bei der Beduga. Antwort? Es ist noch nicht trocken genug, dass ich hier nochmal überfegen kann. Ich hole jetzt noch den Pappemüll raus. Hallo, alte Frau. Es steht auf jeden Fall einer an der Schule. Im Wäscheraum? Ja, komm mal mit. Rechts bitte, jetzt sofort, dann wieder rechts, jetzt sofort, da oben. Ja, das sind Sachen, die ich dir gar nicht beantworten kann, was das ist. Marlens aussortierten Klamotten sind da drin, das ist echt blöd, sowas. So, ich nehme gleich den ganzen Pappemüll wieder mit. Ey, und ich habe jetzt gerade mit Maison du Monde oder wie diese komischen Firmen heißen, die haben mir einen Teppich und eine Vase angeblich zugestellt. Aber ich habe nur die Vase bekommen. Jetzt weiß ich nicht, wo der Teppich ist. Ich hoffe, dass der heute kommt mit der zweiten Lieferung. Wenn nicht, dann haben die ein Problem mit mir. Definitiv haben sie das. Ich bin gespannt, weil da steht schon bereits zugestellt. Aber ich habe nur die Vase bekommen. Ich darf kurz noch ein Foto machen von dem hier. Dass Sie sehen, dass da kein Teppich drin war. Ja. Bisschen komisch. So, was haben wir denn jetzt hier noch drin? Das geht alles nach oben. Neue Ocean-Sachen. Was ist das hier? Das ist einfach nur Müll. Gleich immer alles weg und entsorgen. Ich weiß nicht, ob ich mein Handy habe, aber wenn ich es habe, dann habe ich eigentlich alles. Maris provoziert schon wieder hoch 10. Okay, dann habe ich die Fotos zumindest. Komm, mach schon mal die Tür auf, bitte. Ich habe Wasser aber an den Füßen. So. Jetzt gehe ich auch noch Wandfarbe holen. Ich gehe jetzt Wandfarbe holen, damit ich morgen streichen kann. Morgen wird so ein richtig Hardcore-Chiller-Tag. Ich muss halt ein bisschen was an dem Raum machen. Jetzt kann ich die gleich fegen nochmal draußen wegen dem Glas von gestern. Wo ich jetzt sagen muss, dass ich gar nicht so viel sehe. Vielleicht ein, zwei. Ja gut, aber so laufen wir hauptsächlich barfuß rum. Und ich glaube, der Maris wollte euch auch gleich was zeigen. Was macht ihr beide denn da? Charlie, und außerdem im Glas. Oh Mann. Ich weiß gar nicht, ob sowas durchs Fell geht. Ich würde es gar nicht testen, aber ich glaube, ich muss das jetzt als allererstes gleich. Also ich würde jetzt noch mal ein paar Brötchen aufbacken, weil ich noch Hunger. Also ich habe ja Hunger, ich habe noch nichts gegessen. Und vielleicht können wir ja morgen dann auch hier vorne das Regal kürzen und anbringen zusammen. Ja. Das muss nämlich erst gekürzt werden. Ey, ich habe das Unkraut hier weggemacht. Jetzt ist es schon wieder. Ach Gott. Ich hasse Unkraut. Unkraut ist so Endgegner, ne? Also es gibt Dinge, die verstehe ich einfach nicht. So, Kollege, wenn du dich jetzt noch einmal in deine Bestandteile auflöst, ohne mich zu fragen, Alter, rast ich aus. Ich weiß nicht warum, aber... Hier löst sich immer dieser Reifen. Ich weiß nicht warum. Diese Borste. Im Übrigen
kann ich das ja jetzt hier offiziell mal sagen. Ich suche aktuell jemanden, der Lust hat, mit mir für uns zu arbeiten. Also wenn jemand Lust hat und aus Berlin kommt, mit mir uns zu arbeiten, dann ist das jetzt hier mal eine offizielle Suchanfrage. RCS sollte auf jeden Fall, also am allerbesten wäre es, wenn man mobil ist. Es geht um erstmal hauptsächlich Reinigungsarbeiten. Je nachdem, was sich hier alles so bei uns entwickelt. Es gibt ja immer neue Projekte. Aber erstmal vorrangig mir den Rücken frei halten, was hier den Haushalt angeht. Ja, dass wir halt quasi, dass ich hier halt quasi sorgenfrei drehen kann quasi. Also wenn da jemand ist, der Bock hat auf Festeinstellung, ich schreibe euch unten eine Mailadresse mal rein und dann könnt ihr euch gerne bei mir melden, wenn ihr Lust habt. Geht ums Haus und Außenanlage und dann je nachdem, was sich halt noch so entwickelt, was ihr euch noch so zutraut. Festeinstellung, 4 bis 5 Tage die Woche. Also wenn jemand Lust hat. Die letzte Dame habe ich jetzt gerade heute verabschiedet. Und warum? Kann ich jetzt noch nicht sagen, weil ich selber mit der Dame noch nicht gesprochen habe. Ich glaube, die weiß auch gar nichts davon. Und die wird wahrscheinlich ganz schön erschüttert sein. Weil bisher. Warte mal bitte, Maris, ich komme gleich gucken. Bis jetzt war es wirklich immer so, dass hier jeder sehr glücklich war mit seiner Arbeit. Ihr könnt halt frei arbeiten. Ich stehe nicht hinter euch. Selbstständig solltet ihr sein. Also selbstständig im Sinne von, ihr könnt Probleme selber sehen. Und diese dann halt auch bearbeiten. Bist du jetzt hingefallen? Bist du gerade hingefallen? Ach so, mit dem Roller. So, was wolltest du jetzt zeigen? Ich hab aufgeräumt. Zeig her. Ich meine, du hast aufgeräumt. Ja. Aber deine Wunden kannst du mir natürlich auch zeigen. Ja. Aber deine Jacke hast du ja hier hingeschmissen, auf jeden Fall. Okay, Du hast hier nicht aufgeräumt. Wo? Hier liegen überall noch Spielsachen. Nein. Hier sind das Ding zu tauschen, Alter. Guck dir mal, wo die Shit. Die ich bin gleich fertig. Was? Wir haben jetzt gerade hier eine Box bekommen. Von Ikea. Oder? Futter. Hab ich schon aufgekippt, die Räder. Keine Ahnung, wie man das ranmacht. Und hier sind die Räder. Also wir haben halt so einen Rollcontainer geholt mit 65 Kilo Fassungsvermögen oder irgendwas, ich weiß es nicht genau. Warte mal. Wir haben uns jetzt soweit fertig gemacht. Guck mal Leute, ich habe gerade eben Pappe weggebracht. Gerade eben, ohne Mist. Naja. Jetzt muss ich mal gerade gucken gehen, ob ich meinen Umschluss. Wir gehen zum Acapulco und ich habe nur Playmobil dabei. Mit wem treffen wir uns da? Mit Lara und Smiley. Und mit wem noch? Hä, mit wem sonst noch? Mit Nina. Hä, geht ihr mit? Mhm. Hat ihr auch 3 Kinder? Nee. Zumindest nicht dabei. Aber die hat. Ich habe Brille mitgenommen, falls ich die nachher reinmache. Ich habe hier so ein tolles Brillenfach.
kann ich nachher nämlich eventuell meine Kontaktlinsen einfach rausnehmen. Nein, ich habe dir das nicht gesagt, du bist voll unfair. Ich kann mich schon alleine anschneiden. Kannst du das, ja? Ich bin schon groß. Leute, könnt ihr euch schon anschnallen? Ich kann mich schon anschnallen. Leute, ihr müsst auf jeden Fall ziehen, wenn ihr das noch nicht kennt. Dann genug und zack. Und jetzt? Jetzt gar nichts. Guck mal, das hier kommt noch, machst du noch mit die Foto? Mein iPad. Nicht, dass hier auf der Autofahrt hängt. Wo ist denn das? Drinnen. Und mein Ladekabel, bitte. Das ja, dann musst du das leer holen, alles. Und hier, du lässt die Tür offen und bitte? Du bleibst hier draußen, bitte. 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 Ich wollte gucken, ja, mein Hausschlüssel ist da. Ach so, Leute, genau, ich wollte auch noch was loswerden. Ich habe euch ja den Tag hier mitgenommen gehabt, zum Ausmessen des Hundebetts fürs Auto. Leute, oh, das neue Blatt hat sich aufgefaltet. Wie schön. So schön. Warum sollte ich ein Hundebett kaufen, wo man den Hund nicht anschnallen kann? Also manchmal glaube ich, also ich verzweifle manchmal echt an den Kommentaren hier, an den Nachrichten, wo ich mir denke, uff, Alter, glauben die echt, ich bin so dumm? Glauben die echt, das ist so quasi, als wenn ich für eine Party einkaufen gehe, fett Ding mache hier und dann kein Einkaufswagen mitnehme in den Einkaufsladen. So, hast du jetzt alles? Das ist das Ladekabel. Hä? Ja, was, damit kann man das aufladen, hat Papa mir gegeben. Was? Das kann man hier so auf den Boden legen. Aber warum denn, wenn wir da eine Steckdose haben? Oh, jetzt sehe ich gerade, dass ich auch einen neuen Akku brauche. Ich hole mir mal kurz einen Akku. Warum? Setz dich hin und schnell dich an. Nee, ich gehe nicht ein einziges Meter von dir weg. Na super. Nicht ein einziges Meter. Vier Sachen aufheben. Buja, ich habe wieder einen Akku. Yay. Hey, Cherry. Mama, ich hab Durst. Wo ist denn die Flasche? Die Trinkflasche? Ein Auto. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe nichts mehr an. Da musst du runtergehen und dein Glas austrinken. Ich habe jetzt wieder einen Akku drin und habe mir gerade überlegt, dass ich jetzt wieder über 2 Tage filmen werde, dass der Vlog auch ein bisschen länger ist, weil wir haben heute wieder nichts gemacht, ey. Aber Marlenchen ist wieder da. Soll ich zeigen? Komm, wir gehen nochmal zusammen zu Marlen. Und Marlen hat auch gerade Post ausgepackt. Die hat sich etwas anfertigen lassen. Das kann ich euch gleich mal selbst zeigen. Na, jetzt schon so lange nicht mehr gesehen, ne? Halt. Ja. Dann hättest du gebrüllt. Ich probiere gerade was aus. Was denn? Nicht mich zeigen. Okay. Nicht. Dein ich Gesicht zeige ich nicht, nee. Aber was hast du hier für eine schöne Haarspange auf einmal? Die habe ich mir... Die sieht so gummiert aus. Ich wollte die Sachen zeigen, die du... Also einmal das hier. Frag mich bitte nicht, wofür man sowas braucht, Leute. Ist es kaputt? Also es ist auf jeden Fall bruchsicher. Also sowas hier. Das ist aus Harz gemacht. Eine Schale. Eine Schale. Das hier. Was auch immer das Mann, warum sieht das bei allen immer so schön aus? Soll ich dir mal meine Inspiration zeigen? Wo sind denn die anderen Buchstaben? Was hast du denn gemacht? Ach ja, zeig her. Hier, das will ich, das nee, will das ich machen. Will ich das will ich machen. So. Und das sieht voll cool aus. Nee, ich wollte die Handykette sehen. Hier. So, sowas hier mit Marlene und ich habe keine Ahnung, warum man sich so ein Riesending daran macht. Das ist cool. Okay, und wo sind die anderen? Das sind meine Ohrringe. Komm mal her. Schmetterfalter. Warte, stopp. Hier, das ist nah genug. Hier, warte. Und wo sind die Buchstaben? Du hast hier was Weißes da, ich glaube, Watte an deiner Augenbraue hängen. Nein. Deins ist hier. Das ist ein Tee, auch aus Harz. Harz! Ja. Und
hat sie noch als M. Oh. Für Momo. Genau. Ja, was machst du jetzt hier noch? Außer hab ich, hab ich doch gesagt. Ich lade noch ein Spiel im Hintergrund runter. Das habe ich alles von Mara geklaut. Also Mara so coole Sachen halt, oder? Mara hat es mir freiwillig gegeben. Also hast du dir geborgt. Hier sind noch so geilere Farben. Ich will halt so lila haben. Mara meint, die sind cremig. Die verlaufen. Kann ich dir das mal auf, auf deine Hand schmieren? Nee. Hier sieht nee, das musst du jetzt echt nicht sagen. Oha. Zeig mal. Komm, wir nennen es jetzt ganz professionell. Oha. Ein Swatch. Welches ist denn das? Was war das? Ich will eigentlich, blau ist, glaube ich, cooler. Ne? Ja, das warte, ist. Warte, komm nochmal deine Hand. Das ist halt wie so ein Labello. Ist ja reingekackt. Egal, das war auch bei Primark für 3 Euro. Und das da hinten? Nee, das ist nicht so cool. Ich brauche das hier. Entweder ich mache blau oder lila, weil lila. Ist das nur ein Stockwerk? Ja. Ich mach so blau und darüber mache ich noch so ein bisschen Glitzer. Ich glaube, ich nehme das Blau hier und das Glitzer. Aber dann verschmierst du das Blau. Ich würde sowas immer alles erst auf der Hand probieren. Pinsel mal erstmal die Farbe auf und dann schmier mal da drüber und ich wette mit dir, dann hast du nachher Schokopudding auf der Hand. So, hier. So. Das hier, oder? Oder das? Gehst du jetzt mit dem gleichen Pinsel hin? Danach kannst du aber nicht mehr ins Puder gehen. Junge. So. Marlee, was machst du? Alter, wie grobmotorisch kann man sein, was Schminke angeht? Bröckelt das 3D-Effekt? Ja. Ist ja Müll. Nee. Okay, aber dann schön sehen die Sachen aus, aber... Tja, ich glaube, deswegen hat man es sich auch geholt. Was? Die Palette. Deswegen? Weil es nur so schön aussah. Ja. Dann nehme ich eine Farbe. Ja, leck doch mal dran. Vielleicht, ich mir die vielleicht Farben siehst du es dann besser. Ich wollte es mir noch mal ein bisschen angucken. Und was ist, mach mal das da hinten auf. Das ist langweilig. Aber die Verpackung sieht special aus. Hm. Geht so, ne? Spaß. Gut, kannst du mich jetzt bitte wieder alleine lassen? Wie kannst du jetzt noch so motiviert sein und dich schminken? Ja, ich schlag ein Spiel. Du gehst heute noch auf die Piste. Ja, mein Look heute. Also du siehst aus, als wenn du hochgradig aufgestylt bist, jetzt noch ein paar High Heels anziehst und deine Bauchtasche umschmeißt. Hier sind jetzt meine. Geht's los. Jetzt kommt's, Alter. Jetzt sind ihre Partyshoes. So geh ich in den Club. Mach mal. Mach das mal. Ja, okay. Trendsetterin. Wollen wir morgen los? Ja, morgen. Hä? Von morgen auf von Sonntag auf Montag? Ich habe eigentlich mal die Schule. Schule ist überflüssig. Bringt euch nichts. Satz des Pythagoras kann ich immer noch nicht. Hä? Ja, ich dachte, das war's jetzt. Das war jetzt Party. Ach so. Oder soll ich die Party ihres Lebens. Wie lange war das jetzt? 20 Sekunden? Warte mal, ich brauche einen dünneren Pinsel. Ich habe hier noch so eine Palette von meiner Mama geklaut. Oh, weiß deine Mutter das? Nee. Hier ist ein besserer Pinsel drin. Ich schwör. Marleen, das bleibt komplett. Was? Ja, ich weiß. Und du gehst jetzt mit dem Pinsel nicht in irgendwas Blaues. Marleen, ich schwör bei Gott, ich zieh dir den Schlipper durch die Arschritze. Doch, ich wollte mich morgen schminken. Ich wollte mich auf einmal morgen schminken. Ich bemal zwar nur die Wände, aber ich schminke mich nur. Ja. Aber dann mach ich es halt mit einem Augenbrauenpinsel. Nee, der ist hart. Da ist Maske drin. Maske? Ja. Nee, dann habe ich nichts anderes. Nee. Ich habe eine coole Sonnenbrille, willst du die mal sehen? Die setzt man so auf. Die benutze ich auch immer im Club. Wegen den Rauchern? Nein, falls jemand kotzen muss. Kannst du mal deine Schuhe dazu anziehen?
Nee, ich habe keinen Bock auf Screenshots. Davon bin ich leider nicht mehr gemacht. Davon gibt es zu viele Scheißsachen von mir. Sorry. Ja, ist jetzt noch was? Oder soll ich jetzt aber eine Pfeife anschmeißen? Oder warum bleibst du jetzt hier? Ja. Ich habe neue Dings bekommen. Was? Steine? Ja, von Zeug. Himbeere ist eigentlich langweilig. 11%, Alter, das dauert 1000 Jahre. Was 11%? Mein Spiel. Himbeere. Ich bekomme von Dings, weil es noch übrig war, der hatte die zweimal. Wer ist Dings? Mein Freund. Riecht ein bisschen nach Joghurt, ne? Nein, das riecht wie diese Lutscher. Ja, mit dem das ist aber ganz cool. Ja. Und die hat er mir auch noch geschenkt. Zeig mal. Ich bin eine Queen. Ist das wieder von der Mutter? Ja. Die haben jetzt eine Insta-Seite. Oha. Mhm. Süß, wa? Jetzt so. Ich bin eine Queen. Ich bin die Shopping-Queen. Oder besuchen Sie auf www.julililialilila. So, ich fange schon an zu heulen. Lass mich in Frieden, weil ich würde jetzt gerne mein Schminktutorial weiterführen. Leute, ihr seid noch da. Spaß. Was, meine Mutter ist im Schlüpper? Na und, guck, ich habe... Okay, ich nehme die Lila. Wenn du einen guten Arzt brauchst, sagst du Bescheid. Ich google Montag für dich, okay? Das ist schlimm, nee, ne? Eieieiei, so. Ich lege mich jetzt ins Bett und dann nehme ich euch morgen wieder mit bei mir. Mara spielt gerade eine Runde, währenddessen ich Frühstück mache. Okay. Genau. Mara Maus ist weggefahren mit einer Freundin ins Karls Erdbeerhof. Eigentlich wollten wir ja heute einen Ausflug machen. Aber ich habe dann ein Glück nochmal auf die Webseite geguckt. Das Ding ist defekt, wo wir eigentlich hin wollten. Zu so einer Sommerrodelbahn im Affenpark. Aber ja, das ist leider defekt. Und den fahren wir da natürlich nicht hin. Machen wir erstmal ausgiebig Frühstück und gucken dann. Achso, wir müssen uns auch noch unbedingt um den Pool kümmern. Da sollten ja heute die Bällchen gewaschen werden. Die Filterbälle. Und nochmal Chemikalien rein, damit der noch einmal richtig arbeiten kann. Weil morgen sollen es ja 31 Grad werden. Deswegen möchte ich gerne den Pool schön haben, was ja auch irgendwie verständlich ist. Ne? Ich bringe jetzt die beiden Kartons raus. Soll das, was da drin ist, mit raus oder willst du es behalten? Und ich bin hier am Hardcore-Wäsche machen. Ich glaube, Waschmaschine 5 oder so wäscht jetzt. Dann habe ich hier ein Bett von der Kleinen. Ich werde das jetzt aufbauen. Die Züchterin meinte auch, ich soll es lieber aufbauen, weil die Katzen ja sensibler sind als die Hunde. Und damit die Katzen schnüffeln können, sich reinlegen können und so weiter und so fort. Soll ich das aufbauen? Okay, hört sich irgendwie logisch an. Jetzt mal gucken, was daraus wird, ne? Papa hatte mich ja gefragt, ob wir heute Schnitzel essen gehen können, aber... das müsste ich dann jetzt mit ihm abquatschen, weil wir den Tisch reservieren müssten. Wetter wäre ja zumindest da. Ich habe nur das Foto gesehen. Wegmachen von den Kartons. Auch das, was im Karton ist? Soll ich das auch mit wegschmeißen? Ja, nein, der andere Karton bleibt hier. Nee. Doch. Ich brauche jetzt den Platz, weil wir jetzt die Hundesachen aufbauen wollen. Da kannst du auch helfen. Aber du musst erstmal dein Spielzeug aus dem Karton rausnehmen. Hundesachen aufbauen. Die große Box für die Nacht und das Hundebett wird jetzt aufgebaut. Da können die Katzen sich schon reinlegen. Und mich. Weil die Katzen sensibler sind als der Hund. So, komm. Spielzeug raus aus dem Ding. Spielzeug raus aus dem Karton und dann hole ich die Bettteile von dem Hund.
gemeinsam das Wohnzimmer und die Küche aufgeräumt. Das war wirklich jetzt Teamwork. Matthias hat die Küche gemacht mit dem Wohnzimmer zusammen, also Essbereich. Ich habe den Wohnzimmerbereich gemacht. Marleen hat dann die tiefgründigere Küchenpart übernommen, also sprich Geschirrspüler ein- und ausräumen. Jetzt haben wir unglaublich viel am Pappemüll, aber wir haben auch schon etwas aufgebaut. Und Marius darf euch das jetzt genau einmal zeigen. Und ansonsten darf er da nämlich nicht rein, stimmt's? Ja, und jetzt einmal dazu, bitte. Das ist die Box, wo drin Luri nachts schlafen wird, um sie stubenrein zu bekommen. Ich glaube, es ist groß genug, die Box. Jetzt will ich und dann, warte ganz kurz, haben wir auch noch das Hundebettchen bezogen. Das habe ich vorher nochmal gewaschen. Das sollte eigentlich hier liegen. Je nachdem, das gucken wir mal, wie es nachher sein wird. Kannst du das nochmal zumachen? Ja, daran kann man eigentlich auch einen Hund transportieren. Was ich nicht ganz verstehe, ist, weil es kein Gurtsystem mit bei ist oder so. Das könnte glatt noch als Reisebett für Maris durchgehen, ey. Nur die Füße sind ein bisschen zu lang. Maris, nicht die Füße dagegen lehnen, bitte. Sonst reißt es da raus. Genau. Küche. Alles sauber. Matthias hat den Grill auch noch komplett gereinigt und ausgebrannt und gepflegt. Geölt und ach, was man damit nicht alles machen muss. Jetzt merke ich gerade, dass hier wieder die Wäsche trocken ist. Also Leute, ich sag euch, ich bin heute die Wäsche-Queen hoch 10. Werde jetzt wieder reingehen und die nächste holen, weil wir haben es ja erst 13.03 Uhr. Ich warte jetzt auf eine Info von Mara Maus, weil ich eigentlich nochmal einen Tisch reservieren wollte in einem kleinen Schnitzelhaus. So ein kleiner Insider, der ist in Reinickendorf da bei Residenzstraße in der Nähe. Ja, ich warte jetzt quasi auf Info, wann sie ungefähr wieder nach Hause kommt. Oder ich überlege halt auch schon, wie ich das am schlausten mache, dass Mara hier reinkommt. Ich muss gucken. Ob ich vielleicht den Schlüssel draußen irgendwo verstecke oder so. Ich muss überlegen. So, wir haben es jetzt mittlerweile. Wie spät haben wir es? 14.35 Uhr. 14.35 Uhr nach ungefähr gefühlten 9 Wäscheladungen und 20 Mal abnehmen und 80.000 Mal falten. Mache ich mich jetzt quasi mal ein bisschen fertig, ein bisschen frisch und wir fahren gleich zum Abendessen. Ja. Marius und ich kommen gerade aus der Dusche. Und ich zeig dir jetzt. Nee, ich zeig mich nicht. Soll ich dich zeigen? Ja. Das ist ja von uns für euch bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Restsonntag und habt einen schönen Restsonntag. Tschüss.